Hallo und herzlich willkommen bei FotoTV und willkommen auf der Fotokina 2008. Die Messe mit 1500 Ausstellern ist ein Gigant, das kann man glaube ich schon fast sagen, und stellt uns von FotoTV vor ein unlösbares Problem. Wie soll man darüber berichten? Es sind einfach zu viele. Deswegen zeigen wir euch heute ein neues Format. Wir haben mit einigen Ausstellern gesprochen, die sich bereit erklärt haben, hier in diesem Film ganz kurz und knapp innerhalb von 3 Minuten ihre Produktneuheiten zu zeigen. Das ist eine Auswahl, wir wissen es, das ist ein bisschen werblich, auch das ist klar, das gehört aber zu einer Messe. Und wir denken, wir haben euch eine interessante Selektion von einigen Neuheiten von der Fotokina in diesem Film zusammengepackt. Folgt mir also, wenn wir uns das angucken gehen. So, wir sind am Stand angekommen von California Sunbounce. Neben mir Peter Geller, der Mann hinter California Sunbounce. Peter, was gibt's Neues bei euch auf der Messe? Hallo Marc, ja, es gibt viele Neuigkeiten, aber es ist besser, du fragst jemand anders. Ich habe hier gerade hochkarätige Gäste. Das ist einmal der David Meese, Playboy-Fotograf, und dann ist es Steve Staunton, der Cowboy-Fotograf. Der spielt gerade mit der neuesten Neuigkeit rum. Soll ich ihn mal rufen? Ja, damit, ja. Steve, can you help out? Yes, of course. Hey Steve, Marc. So, Peter wants you to tell us about this super material. What do you got there? Well, this is a little arm that you can attach to any of the Sunbounce line, and you can put a strobe head on this end. It can either be a hot shoe mount, or it can be like a little Lumadyne head, like what I use myself. What do you use it for? But the primary light source. We had the day we had solid overcast skies. It was very dark, and Peter brought out this little arm, which was new. He said, well, we can put this on one of the reflectors and we put a strobe on it, and that's what we did. And we used it as a primary light source and balanced it with what light we did have. Okay, so it's the sun in a box. Exactly, in a small box. Because the reflector itself folds up, rolls up, goes in a very small container. The little Lumadyne packs I use and the heads are very, very small, very lightweight, and really efficient. It does not take very much power to be able to use it as a primary light source. All right, well, thank you for that. I think Peter wanted us to also meet David Meese. Peter, thank you so much for the explanation. Thanks. Yeah, and then we also should ask David Meese. He's as a guest here. There's a big lecturing tomorrow morning about his Playboy career. David, where are you? Yes. Oh, David. Yes. This is Marc Ludwig. Can you tell him about your experience with Sunbounce? I don't want to say anything. Oh. Well, actually, I began using the Sunbounce many years ago when I was in Florida. I was doing a shoot down there, and I hired somebody locally as an assistant. And he brought out this device, and I'd never seen it before. And I just loved it from the moment I saw it. And we used it that day, and I actually bought it from him. I offered him, I think, $100 over what he paid for it, and he sold it to me. And I've been using Sunbounce ever since. And I love the durability, and I love how well it works for what it's doing for the reflector. I use it both in the studio as well as out of the studio. So out of all these tools, which one is your favorite? Which one do you use most? Well, the one I use most is the medium or the large original Sunbounce as a reflector, both the white surface as well as the gold and silver mix. Yeah. It's a great device because it travels so well. It's lightweight and durable, and it gives me a really pretty light on the model. All right, thanks. Thank you. Das war die California Sunbounce Show, total durcheinander, aber ich glaube, ihr habt es gesehen. Herzlichen Dank und see you later. See ya. Okay, das war's. Wir sind am Ende angekommen dieses Films. Viel gerannt, schnell gesprochen, jede Menge gesehen. Ich hoffe, das war okay für euch, einmal einen solchen produktlastigen Blick zu machen, der sicherlich nicht vollständig war, aber doch einige sehr interessante Sachen dabei hatte. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst wieder in einem neuen Film bei FotoTV. Tschüss, bis dahin.